Aber es war doch alles Gold, was glänzt. Soll ich meine Arme hinlegen? Vielleicht geht es. Ja, wäre lustig. Versuch mal. Die sind also. Warte mal, ich probier mal. Meinst du, er bewertet nochmal? Der will nichts mehr mit mir reden. Wie viel haben wir denn? Wir könnten eine Sammler-Vogelscheuche oder einen Hut verbremsen. Wie viel hast du denn gekriegt? Ja, 500. Ich habe jetzt. Na gut, ich hätte 800. Eins von 8. Also 800 Sterne. Ich habe 700. Ja. Ja, dann nehmen wir doch das teuerste, oder? Oder 8 getrocknete Sonnenblumen. Dann nehmen wir so eine Vogelscheuche. Und mehr kann ich mir nicht leisten. Ich würde ja spekulieren, aber das bringt mir ja auch nichts, ne? Spekulatius? Ich meine, ich kann mir auch nichts mehr leisten, ne? Was will ich denn kaufen? Hier, hast du gesehen? Ha! So etwas will ich sehen. Hier, nimm meine Sternenmarke. Ich habe perfektes Ergebnis gemacht. Der kann, der kann. Ja. Woran sehe ich denn? Wo sind denn? Also 67 habe ich. Da du nur 1000 Sternenmarken gewinnen kannst, musst du auf jeden Fall mit dem Spielen auf 2000 aufstocken, weil die Sternenfrucht das Beste ist. Ja, aber das mache ich heute nicht. Das ist mir zu doof. Ich will jetzt hier nicht 100 Mal angeln. Nee. Perfektes Ergebnis. Ein Punkt. Wow. Ich könnte jetzt allerhöchstens sagen, ich spekuliere einmal. Komm, wir spekulieren mal. Komm, wir machen mal Spekulatius. Soll ich alles spekulieren? Ja, spekulier du mal. Orange oder grün? Weiß ich nicht. Ich nehme orange. Dann nehme ich grün. Soll ich wirklich mit allem spielen, oder? Jules, das musst du entscheiden. Vielleicht machst du auch nicht mit mir, sondern nacheinander. Weil das Problem ist halt, ja gut. Gewinnen kann ich ja nichts mehr, ne? Natürlich grün, alle Sternenmarken weg. Ich sag doch, solche Spiele sind nur zu verarschen. Dumme Sau, hau ab! Sonst klatsch ich dir ein. Luis, der hat mich beschissen. Natürlich, orange. Natürlich. Können wir jetzt gehen, ist ein blödes Fest. Du, hier oben ist noch was. Achso, hier kann man essen. Geht mal weg, ich hab Hunger. Also einmal gehe ich noch. Was? Zu drehen, am Rad zu drehen. Vielleicht habe ich auch einfach mal Glück. Ach, nein. Hab gewonnen. Siehst du? So, ja. Wenn ich jetzt alles spekuliere, verkacke ich's. Mit Sicherheit. Ob ich erhöhe den Einsatz. Du hast 551? Jetzt habe ich nur 200. Das Spiel ist doof. Ja, sag ich doch, der bescheißt, der Otto. So. Allerletzter Rest. Allerletzter Rest und dann hau mal ab. Solche Glücksspiele da immer. Eben. Widerlich. Hab gewonnen. Jetzt hast du 402 und jetzt? Könntest du ja 100 oder 98 setzen? Jetzt habe ich 804. Ja, guck. Nur was machen wir jetzt? $200 auf Orange. Ich krieg die 2000, aber ich sag's dir. Ach nee, ich will das nicht. Komm, ich mache jetzt einen Rest auf grün und dann ist gut. Entweder hopp oder top. Ich glaube, ich habe mit allen gesprochen, ne? Ich auch. Es kann doch nicht sein, wenn ich hopp oder top. Muss ich ab 1200. Soll ich weiterspielen? Das musst du entscheiden. Ich hetz dich da nicht. Wenn wir die Sternfrucht kriegen, ist gut scheinbar. Ja, ach, weiß ich nicht. Ich stehe bei den Jungs unten, ne?
Mach mal. Ich gewinne aber immer nur auf Grün, ne? Total komisch. Jetzt bin ich gleich pleite, safe. Ja. Okay, wir können gehen. Wir hat nicht geklappt? Nö. Schuld ist der Louis. Schuld ist der Louis. Er kann nix. Ich hab's dir immer gesagt. Wollen wir mal ein kleines Päuschen einlegen? So? Was für ein was? Gemerkt? Nö. Hä? Nein. Kein Tee auffüllen? Das kann ich ja so machen. Ich hab ja hier Zeit. Ich sitze ja hier nur rum mit den Jungs. Nee, weißt du, das Blöde ist immer, ich vergesse die Pausen immer rauszuschneiden, weil wenn ich dieses Video hier schneide, dann weiß ich doch nicht mehr, dass wir eine Pause gemacht haben. Ich bin überhaupt kein Freund von Pausen. Ich warte übrigens auf dich. Wo? Ich stehe schon da, wo ich stehe. Juhu, komm, wir gehen. Blödes Fest. So, 22 Uhr, toll. Was machen wir jetzt? Viel kann man nicht mehr machen, ne? Setz mal die Vogelscheuche hin. Ich habe ja wenigstens in was Nützliches investiert, weißt du? So. Ah, die Früchte abgeben können wir noch, ne? Oh, gut, Tomaten sind fertig. Mais eigentlich kann ich verkaufen, oder? Mhm. So, dann mache ich da gleich was Neues. Nein, was hältst du von Kürbis? Ja, mache ich, was du möchtest. Ist eigentlich scheißegal. Das ist ja wirklich nur so eine Sache, wo man sagt, da verkaufen wir, ne? Eben. So. Ich hatte jetzt schon mit der 31.1. Minecraft-Folge so ein Problem mit dem ersten Teil, zweiten Teil und da folgen ja jetzt noch ganz viele Teile und das ist immer ätzend. Wenn das nicht so eine Aufnahme ist, ich weiß das halt nicht mehr, ne? Wann ich kann mir das noch aufschreiben, klar. Aber ich weiß nicht mehr, dass ich mir was aufgeschrieben habe. Ja, wenn wir so, bei mir ist halt der Vorteil, wenn wir solche Pausen machen, dann mache ich halt immer Aufnahme stopp, ne? Also komplett aus. Ja, und dann, wenn ich komme, mache ich wieder an. Ne? Ne, Stream und Aufnahme läuft bei mir ja nebeneinander. Ja. So, ich liege im Bett. Ich würde aber jetzt trotzdem für mich ja mal Pause machen. Bleib im Haus, dann läuft die Zeit ja nicht weg. Ja, aber dann habe ich ja trotzdem eine Pause. Na, du kannst ja weiterspielen. Ach, du bleibst im Haus. Ich bleibe im Haus. So, 510 haben wir gemacht. Ja. Ich gucke jetzt nur, ob ich schnell am Feld was mit dir helfen kann. Ja, brauchst du nicht. Mach du deine Pause. Also, bis gleich. Bis gleich. Das ist mit Sicherheit das Rauchen, weißt du? Grüß, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte vor, bla und blub Radieschensalat. Es geht nichts über frische, gepfefferte Radieschen. Das erinnert mich an den späten Frühling. Meine Mutter schnitt uns frische Rettiche und brach sie uns auf den körnigen Brot mit etwas Salz und Pfeffer. Ach, das waren noch Tage, aber ich schweife ab. Jetzt schau gut zu, du hast gelernt, wie man Radieschensalat macht. Pfannkuchen. Wollen wir mal Pfannkuchen machen? Öl, Essig, Radieschen. Haben wir denn Radieschen? Öl, Essig, Radieschen? Das ist aber ein Herbststurm hier. Das ist aber ein Herbststurm. Können wir nichts ernten? Noch hier ist ein einziger. Da ist noch einer, glaube ich. Mais essen. Nee, ich will den Mais nicht essen. Hier ist noch einer. Hier könnte noch einer sein, ne? Ah, Niklas. Einfach mal ruhig bleiben. Na, ihr braucht die Sternfrucht ja nicht, weil ihr bescheißt. Was? Ich habe eine Artischocke gefunden. Er bescheißt hier. Niemand hat die Absicht zu bescheißen. Mm-mm. So, die Hühner sind mir wichtiger. Da ist ein Huhn. Wo ist noch ein Huhn? Huhn. Ich sehe das Huhn nicht. Ich bin blind.
denn das braune Huhn? Ich rode das hier alles weg. Ist das Huhn weg? Das arme, arme Huhn. Ach, da bist du. Hast mir schon Schreck eingejagt, Henriette Hubendübel. So, nein, ich will nichts essen. Der immer mit seinem Essen hat, ne? So, was können wir denn mal hier machen? Nix. Hm. 8.50 Uhr. Läuft die Zeit doch weiter, oder? Nee, ne? Oder läuft die nur sehr langsam? 9 Uhr. Sieht also so aus, als wenn der Jules mich nicht mehr bremst. Nehm mal. Was? Nimm mal 5 Stück mit. Ich geh mal da rüber, ne? Ich geh mal hier zu dem. Zu den komischen. Da hinten. Da. Hier kann ich was kostenlos mitnehmen. Mitnehmen. Wo bin ich denn? Ich habe wieder nicht gesehen, wo ich bin. Alles klar, weiter geht's. Dann rennen wir mal eben schnell hier rüber. Zu Jill, der Client heißt. Jill, der Client heißt. Oh, guck mal, leckeres Brot mit Kräuterbutter. Was hat er gesagt? Mittwochs ist irgendwas, ne? So, Kind. Was denn? Ich habe dich letzte Mal nur begleitet. So. Werkzeug verbessern. Könnte ich mir das leisten? Stahlspitzhacke. Danke, ich fange an. Hast du mein Videotitel geklaut? Was? Ich habe einen Videotitel geklaut? Nein, das Saber. Saber hat einen Videotitel geklaut? Meinen. Wieso? Weil mein eines Video hieß auch zu Gilda Klintheis. Vielleicht ist das ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. So hieß eine Folge von Jules. Da haben wir es wieder. Der Jules. Ich spende mal ein bisschen dem Museum, ne? Ja, du dich ja mal ein wenig bilden oder so. So. Neue Belohnung. Belohnung abholen. Wir haben einmal einen singenden Stein und einmal einen großen Futanbär. Ein Panda-Bär? Ja, ne, so ein Blaubär. Hier fehlt ein Buch. Ich dachte, ich kann mir hier die Bücher angucken. Habe etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg aus Pelikan gefunden. Dort ist eine kleine Tür, verborgen in der Dunkelheit. Könnte sie aber nicht öffnen. Gunther. Ja. Weil ich es gerade sehe, ich schaue gerade, ob der Link von dir funktioniert. Was für ein Link? Ja, er funktioniert, der YouTube-Link. Und der Twitter-Link? Der Twitter-Link? Weil da hat man doch auch mal Probleme unter dem Video irgendwie. Ah, das war, da war bei einer Kürzung, also bei einer Kopie ist, wie soll ich das sagen? Ja? Funktioniert beides auf jeden Fall. Guck mal, ich sag ja einmal mit Profis. So, was haben wir heute noch vor? Wir könnten dann noch mal in die Minen gehen, ne? Mine? Meinst du nicht? Könnten wir machen, ja. Aber ich müsste erstmal wieder nach Hause, weil Material abgeben und so. Ja, was hab ich? Oh ja, ich habe meine ganzen Früchte noch, ne? Aber ihr seht, wir sind nicht so fusselig. Wir haben sie mitgenommen. Dann schmeißen wir es mal eben weg. Brauchten wir nicht auch eine Nautilus-Muschel irgendwo für?
Hast du einen? Ja. Gut, die braucht man. Wofür? Gemeindehaus. Alles klar. Oh. Niklas, halt die Schnauze. Sonst raucht's. Klatscht ihm nur ein. Als würde er das mit Absicht machen, der Penner. Macht der. Vielleicht krieg ich mal eine bessere Angel. Ne, warte mal, die Muschel brauchen wir, glaube ich, gar nichts mehr. Oder? Warte mal. Ja, jetzt kommt's. Doch, brauchen wir noch. Siehste? Büttelfeldforschung, da brauchen wir noch den violetten Pilz. Tja, den violetten Pilz. War ich nicht gerade erst da oben? Bei so vielen Teilen fällt es mir immer schwierig. Oder ist das wirklich die Nautilus-Muschel oder erzähle ich jetzt Scheißdreck? Klatsche ich dir ein. Doch, passt. Nautilus-Muschel. Wo ist denn die? Ich hab sie im Gepäck. Hast du. Okay. Richtig. Richtig. Die Eier brauchen wir ja eigentlich nichts mehr, oder? Weiß ich nicht. Kann ich die nämlich wieder aus der weißen Kiste raus tun. Wir brauchen Entenei. Dafür brauchen wir eine Ente. Müssten wir bei Mani mal eine Ente nachfragen, wa? Soll ich mal gleich nachfragen? Noch ist sie vielleicht da. Ja, wir haben schon 15 Uhr gleich. Ja, dann beeil dich aber, sonst ist sie weg. Du weißt, wie die hier sind. Schweine. Aber klar, in den Läden ist ja auch nichts los, weißt du? Was hast du, welches Bündel, sagst du, war das? Feldforschungsbündel. Ah, ich meine, die Ente kostet 4.000. Really? Was hast du dir eigentlich gekauft? Ich hab die Axt gemacht. Achso. Tiere kaufen erfordert das Bauen. Ach, das ist das Nautilus-Fossil. Achso. Artefakt. Aber das scheinen wir ja auch schon zu haben, oder? Weil da steht nichts von Gunther. Dann können wir es ja wegbringen. Dann können wir es ja verkaufen. Die Nautilus-Muschel? Nein, das war ein Fossil. Ich hab gedacht, das wäre eine Nautilus-Muschel. Aber... Tierbedarf. Mittwochsruhetag, na klar. Also wir Tiere kaufen. Hühnerstall. Ist das die Ente? Erfordert das Bauen eines großen Hühnerstalls? Oder wie schaut denn die Ente aus? Morgen hat übrigens Mani Geburtstag. Mani braucht... Liebe? Ein Klaps? Ein Schlüpper? Also wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Tierstall. Das ist... Hab ich immer gesagt. Ist aber auch vorlaut, der Hund, ne? Unglaublich. Unglaublich. Gebäude, großer Hühnerstall. So, was kostet jetzt der große Hühnerstall wieder? Ich glaube Geld, weil Hosenknöpfe nehmen sie nicht, ne? Das ist gut möglich, weiß ich. Mann liebt Diamanten. Ja, ich auch. Da kannst du aber mal schön alleine feiern. Dann gehe ich hin und sage alles Gute zum Geburtstag. Was magst du denn noch? Geh doch mal weg, Junge. Ich hab's eilig. Die machen gleich wieder einen Laden zu. Und ich habe noch was für Gunther. Da, ja, weg halt, da. Robin ist scheiße. Schneller. Robin, wo bist du? Halt noch eins weiter. Wenn ich auch so eine Kack-Amphore finde. Was liebt sie denn noch? Ja, ist klar, Robin. Ist klar. Hallo, du musst noch offen haben. Nee, die hat heute bestimmt auch Ruhetag oder ja, Tag der Arbeit oder siehste. Dann geh jetzt in, Jules. Gehst du mit? Ich kann aber nur kämpfen, weil meine Spitzhacke ist ja in Betrieb. Also sie wird ja gerade geupdatet. Ja, stimmt, das dauert wieder 5 Tage, ne? Ja. Kannst natürlich auch angeln. Wollen wir es mal probieren? Ich weiß nicht, was für einen Fisch wir da fangen können. Und sag, du stechst mir deine Angel nicht ins Auge. Ich habe auch keine Angel. Mani mag.
Mani mag doch alles, was mit Tieren zu tun hat. Kann das sein? Eier und Milch. Bauernmahlzeit Kürbiskuchen. Eier und Milch. Können wir mal einen herstellen auf zwei. Komm, Jules, jetzt angel hier mal richtig. Zeig, dass du es kannst. Ich kann nur in Kernkraftwerken angeln. Ja, hier unten ist kalt. Oh, 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 oh. Indischer Glaswels haben wir schon. Auch können wir verkaufen. Sehr gut. Oh, oh, was ist das? Was ist das? Oh, dieses Minispiel, ne? Wenigstens habe ich die Truhe gekriegt, aber die kriege ich ja nicht, wenn ich den Fisch entfange, ne? Ich glaube nicht. Sag mal, was mit dir, Fisch? Bring ihn um. Wenn er mal rauskommen wird. Oh, verdammt. Dieses Minispiel, ne? Und wir können natürlich auch weitermachen, wenn du möchtest. Ja, ich mache jetzt einen Wurf noch, einen Fisch fange ich noch und dann machen wir weiter. Deal? Naja, okay. Ich bin... Hab eine Weißalge gefangen. Das ist ein Fisch. Ja. Alter. Ja, der 3mm Nahkampfstachel ist das, Alter. Alter, was ist denn hier los? Riesenschleim oder was? Alter! Bin schon fast tot hier. Wo kommst du jetzt her? Ich muss was essen, es tut mir leid, aber... Warte mal, ich muss auch schnell was essen. Nein! Gut. Ey, dann hast du ein Level, ne? Da müsste der Eispip gewesen sein. Der ist schwer zu fangen. Okay. Aquamarin. Wollen wir jetzt wirklich jeden Stein wieder mitnehmen? Das weiß ich nicht. Du hast die Axt, die Spitzhacke. Ich kann heute nicht viel machen. Ja komm, wir schauen mal, dass wir wenigstens die Erze mitnehmen. Ne? Ja, das Blöde ist natürlich, dass in den Steinen auch mal ein Erz drin ist, ne? Ja. So. Also hier oben sehe ich auf jeden Fall drei Eisen. Ja, ich habe jetzt nur so ein paar Steine geklopft. Ist immer blöd, wenn man das nicht kann, ne? Bringt der Eispip uns was außer Geld? Weiß ich nicht. Was ist denn überhaupt ein Eispip? Keine Ahnung.
Ich schätze ein fiktiver Fisch. Aber der ist schwer zu fangen, das ist nichts für uns. Man kennt das doch, wir sind doch unfähig. Au. Muss aber mal ein bisschen aufpassen, wo du mit deinem Ding da rumschlägst, ne? Ja. Ja, ja. Weißt du, und ich habe dann wieder das Ding im Auge. Das ist eigentlich, wie schwer so ein Ding aus dem Auge raushaltet. Nee, er vervollständigt nur eure Sammlung von Fischen. Aber nicht im Gemeindezentrum, sondern nur privat, ne? Oh. Ja, kümmer du dich um, ja, denk dran, ich bin heute der Kämpfer. Heute bin ich dran. Au! Da gibt's ja nichts. Doch, da drüben ist Eisen. Was ich da sagen? Jetzt hast du dich in Rage gespielt. Mhm. Welchen lila Stein? Die Kristallfrucht, juhu! Ich glaube, wir haben gewonnen. Alles erreicht. Wo ist ein lila Stein? Lila Stein? Wo ist ein lila Stein? Der lila Stein nicht übersehen. Welchen lila Stein? Ich habe gerade einen geklopft. Ich weiß auch nicht, ob das der besagte Stein. Du hast gerade gehackt. Okay. Okay. Und was kann der? Ich weiß nicht, was das war, ehrlich gesagt. So. Da sind Edelsteine drin. Alles klar. Wird der Jules wieder reich. Und gib nichts ab. Nee, das können wir ja. Wo ist denn der verschissene Abgang? Du magst jetzt eine Eisenspitzhacke, ne? Ja, genau. Und dann geht das ab, hör mal. Dann fluchen wir, furchen wir hier durch, du. Die Frage ist, macht es Sinn, wenn ich mir auch eine mache irgendwann? Mhm. Irgendwann, du bist erstmal mit einer Axt dran. Mit einer Eisenaxt. Ich habe ja schon Kupferaxt. Ja, du brauchst aber eine Eisenaxt, Hasenzahn. Dann hat jeder seine Spezialwaffe und dann können wir den Rest nach und nach machen. Ja, wenn wir halt Killer firmen. Eben. Sag mal. Ich schätze mal, es ist der Stein hier. Ja, wahrscheinlich der einzigste. Alter. Verdammt. Ja, du hast heute kein Glück, merkst du? Also um deine Frage zu beantworten, müssen wir alle Steine klopfen? Nein, nur den, wo die Leiter drunter ist. Das ist wahrscheinlich der letzte Stein oder so. Nee, ja, so bekloppte Antworten immer super. Wenigstens geht die Spitzhacke nicht kaputt. Gott sei Dank, stell dir mal vor, du müsstest auch noch reparieren. Sag mal. Wir haben aber wirklich nur Scheißwerkzeug, ne? Ich habe eine Höhlenkarotte gefunden. Kannst ja auch froh sein, ne, Jules, dass ich nicht noch auf die Idee komme und sage, ja, wir müssen aber auch alle Flächen hier auseinandernehmen. Sonst haben wir das Level nicht abgeschlossen. Ja gut, mit einer anderen Hacke geht es bestimmt, ne? Ja, warum haben wir eigentlich noch so einen Schrott hier? Vielleicht ist heute ein Pechtag. Ich hab einen Abgang. Oh. Juhu! Hauptsache, wir müssen dir nicht zugucken. Nein. Ich habe irgendwas gefunden, aber ich bin voll. Ich nicht. Skelettschwanz. Gunther. Natürlich Gunther. Da ist... Ich wollte ja eigentlich Stein zuwerfen. Aber das gut. Sag aber vorher, ne? Immer erst reden, dann machen. Das glaube ich besser. Da.